Feldhockey, eine der erfolgreichsten deutschen Teamsportarten. Und trotzdem eilt dem Sport der Ruf voraus, ein zu komplexes Regelwerk zu haben. Dabei gibt es einige Parallelen zum Fußball. 11 Spieler auf dem Platz, ähnliche taktische Formationen, gleiche Feldmaße. Manch einer könnte sagen, die Regeln, die den Fußball langsam machen, wurden beim Hockey entfernt. Das macht Hockey auch wirklich sehr attraktiv. Es ist super schnell dadurch. Man hat eben kaum Leerlauf. Wir haben einen Self-Pass. Wir haben Ballkinder am Rand. Bei jeder Spielunterbrechung Zeitstopp. Die Netto-Spielzeit ist tatsächlich fast identisch mit der Brutto-Spielzeit. Das macht es sehr, sehr schnell, sehr attraktiv, sehr kurzweilig und eben auch hochtaktisch. Hochtaktisch und vor allem hochemotional. Bambusch, das könnte der Nächste sein. Tim Erdbruch! Und das ist mal ein richtig schönes Fund von Mühlheimer. Gefährlich gemacht. Und Hahn, was für ein Hammer! Tim Erdbruch, 3-0 für Deutschland. Belgien im Angriff. Walter zum Ersten und Walter zum Zweiten. Diese beiden Faktoren kommen vor allem bei der sogenannten kurzen Ecke zusammen. Ein wichtiger Standard. Verursacht durch massive Fouls im eigenen Viertel oder durch Vergehen im eigenen Schusskreis. Und in Perfektion ausgeführt, fast unhaltbar. Und diesmal passt die Strafecke, aber sowas von haargenau. Kaum eine Chance für die Abwehr. Bei solchen spielentscheidenden Situationen gibt es immer wieder Unstimmigkeiten. Hier unterstützt der Videoschiedsrichter vor Ort die beiden Unparteiischen auf dem Feld. Er kann von den beiden Teams aufgefordert werden und fällt essentielle Entscheidungen auch über die Gültigkeit von Toren. Die zählen übrigens nur durch das Berühren des Balls im gegnerischen Schusskreis. Da ist der Kontakt. Ganz klar der Richtungswechsel, das sieht ja jeder sofort. Sollte es bei K.O.-Spielen nach regulärer Spielzeit, die international 4x15 Minuten beträgt, unentschieden stehen, wird ein Sieger per Penalty-Shootout ermittelt. Christopher Rühr kann die Deutschen jetzt ins Finale bringen. Rühr. Und der ist drin! Deutschland gewinnt und Deutschland steht im Finale! Hochtaktisch, hochemotional, schnell und attraktiv. Feldhockey, eine der erfolgreichsten deutschen Teamsportarten.